Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach Wissen. Daniel Kübelböck, erstes Statement seines Vaters: Ich klammere mich an die Hoffnung. Während einer Kreuzfahrt ist Daniel Kübelböck am Sonntagmorgen über Bord gegangen. Bisher konnte der Sänger nicht gefunden werden. Noch immer wird nach dem vermissten Daniel Kübelböck gesucht. Der Sänger war in den frühen Morgenstunden des 9. September im Seegebiet vor der kanadischen Küste von Bord des Kreuzfahrtschiffes Aida Luna gesprungen. Die Suche blieb bislang erfolglos, bestätigt Aida Cruises auf Anfrage der Nachrichtenagentur Spot on News am Montagmorgen. Es wird alles unternommen. Zwei speziell für Rettungseinsätze ausgestattete Schiffe der kanadischen Küstenwache waren am Sonntagnachmittag eingetroffen, um die Suche zu koordinieren. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden Kreuzfahrtschiffe von der Canadian Coast Guard aus der Suchaktion entbunden, hieß es weiter. Die Aida Luna befindet sich nun auf dem Weg nach Halifax. Die Familie von Daniel Kübelböck hofft unterdessen, dass der Sänger dennoch lebend geborgen werden kann. Ich klammere mich jetzt nur an die Hoffnung, dass es irgendwie noch alles gut wird, erklärte sein Vater Günther Kübelböck der Bild. Auch das Team von Aida Cruises sei mit den Gedanken bei der Familie des Vermissten, erklärte das Unternehmen. Man versuche den Angehörigen in allen Fragen zur Seite zu stehen.